Und das, was ich jetzt in dem zweiteiligen Vortrag erzählen möchte, ist im ersten Schritt der Zoo mit den ganzen OMAP-Boards. Da einfach einen ganz kleinen, kurzen Abriss geben. Und dann im zweiten Teil unser Projekt, wie bringt man denn jetzt tatsächlich sowas, was in einem OMAP ist, vielleicht in Frühjahr. Ja, das bekannteste OMAP-Board ist das Beagleboard. Im Wesentlichen hat man eine Laptop-Performance. Wir haben es ja vorhin beim Pandora auch schon gesehen, ist genau der gleiche Prozessor drin. Ein TI-OMAP mit 600 MHz hat 1200 MIPS. Der Grafikprozessor kann 10 Millionen Polygone pro Sekunde bearbeiten. Das Ding kann HD-Video machen, hat einen eigenen DSP-Core, der völlig autonom von der CPU arbeitet, kann da drin MPEG-4 dekodieren. Ja, und der Speicher ist direkt auf die CPU gelötet. Übrigens genau die gleiche Technik ist auch sogar schon im FreeRunner drin. Das Beagleboard hat eine ganze Menge Interfaces. Es gibt mehrere I²C, I²S, SPI, dann gibt es einen MMC-Slot. Beziehungsweise es gibt zwei MMC-Interfaces, einmal an dem Stecker und einmal direkt für eine Speicherkarte. DVI-Ausgang und JTAG kann man benutzen, braucht es aber eigentlich nicht. S-Video-Ausgang, Audio in und out, es gibt einen USB-Port, der OTG kann, RS-232 und was jetzt hier in dem Bild fehlt und nicht bezeichnet ist, ist noch ein echter zweiter USB-Port. Was ist OTG? On the go, also das ist die automatisch zwischen Host und Client Mode umschaltet, an dem welches Kabel man reinsteckt. Ja, was braucht man, um das Ganze in Betrieb zu nehmen? Gut, man muss das Ding erstmal haben. Dann braucht man eine Stromversorgung, ca. 1 Ampere muss die können, bei 5 Volt. Was auch geht, das habe ich hier, ist so ein Steckernetzgerät vom OpenMoco. Dann steckt man das einfach an den OTG-Port an. Dann hat man zwar den USB-Port nicht, aber die Stromversorgung. Es geht sogar, dass man einfach ein normales USB-Kabel nimmt und es dann aus dem Notebook betreibt, sofern das ein bisschen mehr als 500 mA liefern kann. Dann braucht man einen Monitor und ein passendes DVI-Kabel. Gibt es so für 4 Euro, wenn man es sucht, gibt es auch für 30, 50 Euro, wenn man will. Aber billiges tut es auch. Dann braucht man einen externen Hub mit externer Stromversorgung. Und das ist so ein Thema, was auch bei dem Open Pandora schon angeklungen ist, mit dem Thema USB. Da gibt es irgendeine Einschränkung in dem OMAP-Prozessor, warum der an dem USB-Port, weil man da nicht einfach eine Maus anstecken kann. Die läuft nämlich auf Low-Speed USB. Und der Port kann nur High-Speed und Full-Speed aus irgendeinem Grund. Und deshalb, wenn man einen externen USB-Hub anschließt, der ist in der Lage, das zu konvertieren, und dann geht das auch. Ja, Keyboard und Maus wäre sinnvoll, muss man aber nicht unbedingt haben. Wenn man eben externes Netzgerät nimmt und den OTG-Port, dann kann man auch sich über Ethernet, über USB und SSH in das Board einwählen und hat dann seinen PC. Man kann einen WLAN-Stick, einen Bluetooth-Stick, was immer einem an USB einfällt, dann anschließen. Eine Speicherkarte ist zu empfehlen, mindestens ein halbes Gigabyte sollte sie schon haben und ein RS-232 Kabel. Wie viel hat der Flash an Bord? Der Flash ist 2 Gigabit, das sind 256 Megabyte. Und der RAM ist auch 256. Das ist diese Package-on-Package-Technik, wo in der Speicher, also ein kombinierter Speicherchip auf den Prozessor drauf gelötet wird. Gibt es inzwischen in verschiedenen Größen und auf dem Beagleboard ist halt der installiert. Ja, die Software. Das Ding startet mit U-Boot. Da gibt es im Wesentlichen zwei wichtige Versionen. Die eine nennt sich Validation U-Boot. Das ist das U-Boot, mit dem sie das in Betrieb genommen haben. Das heißt also, damit kann man das Board testen, ob man irgendwie einen der Expansion Ports beschädigt hat oder nicht. Inzwischen ist aber U-Boot in dem offiziellen Git von Denks drin. Man lädt es einfach kompiliert, hat einen U-Boot, der auf dem Beagleboard läuft.
Genauso beim Kernel, da gibt es einen Validation Kernel, das ist glaube ich 2.6.34 und bei kernel.org kann man auch die neueste Version laden, da sind fleißig dran, die letzten Bugs rauszumachen. Als Root-File-System gibt es auch alles Mögliche, angefangen von Angström. Da gibt es Android, mindestens 3 Projekte, die Android portieren. Das bekannteste ist das Roboat, Debian, Ubuntu und vieles, vieles mehr. In jedes System, das man irgendwie auf den Arm bekommt. Ja, kleine Demo, was braucht man? Natürlich erstmal ein Keyboard, dann die RS-232. Dann brauchen wir hier den RS-232 Adapter. Und ein Terminalprogramm. So, und jetzt, wenn ich das Netzgerät anstecke, geht es hoffentlich, ja, da kommt schon U-Boot. Ja, vielleicht etwas zu schnell, machen wir nochmal Reset. Jetzt sind wir am U-Boot prompt und kann da sich verschiedene Dinge ausspucken lassen, kann da am U-Boot rum experimentieren. Oder man lässt den einfach laufen, dann macht er den Auto-Boot und ist jetzt das Linux-Laden. Erweitert habe, was offensichtlich in dem Zustand nicht funktioniert. Gut, soweit einfach kurz zur Demo. Ich habe so einen kleinen Dingens haben, wo es durchbootet. Bitte? Ich habe noch eins, wo er durchbootet. Achso, ja, aber okay. Ich glaube, das können sich alle vorstellen, wie dann ein Kernel aussieht. Ja, wo bekommt man so ein Ding her? Der Hauptdistributor ist DigiKey, von Großversender in den USA, also der schickt es dann alles per UPS innerhalb von 2 Tagen. Ist an für sich problemlos, auch der Import. Man muss natürlich nur berücksichtigen zu dem Preis, den der DigiKey nennt, verlangt deutsche Zoll 19% Einfuhrumsatzsteuer. Und eine Besonderheit ist, diese Distributoren liefern nicht gerne an Privatadressen. Das heißt, man sollte sich da irgendwie eine gewerbliche Adresse zulegen für diesen Zweck. Aber sonst ist es kein großes Problem. Man muss mal irgendeine dumme Frage wegen amerikanischer Exportkontrolle für Verschlüsselungstechnologie beantworten. Ja. Gut, das ist das Beagleboard. Die Leute, die das Beagleboard entwickelt haben, das sind Mitarbeiter von Texas Instruments, die das als, in ihrer Freizeit als Projekt gestartet haben. Und die haben inzwischen ein weiteres Beagleboard entwickelt, das Beagleboard XM. Das ist das hier. Und wenn man die mal nebeneinander hält, dann sieht man, ja, ist ein bisschen größer geworden. Was ist neu dran? Das ist eine echte RS-232-Buchse, man braucht also das Adapterkabel nicht mehr. Dann gibt es den Ethernet-Port und 4 USBs. Das heißt, dieses Thema mit dem USB-Hub ist jetzt hier schon drauf und damit gelöst. Dann haben sie noch eine neuere Variante von dem OMAP 3530, nämlich den DM3730, der mit 1 GHz getaktet wird. Das ist also dann nochmal um einen deutlichen Faktor schneller. Das
Vorderpack vom anderen? 600 MHz, beziehungsweise in der letzten Version 720. Wobei das Interessante und Schöne an diesem OMAP ist, die sind PIN-kompatibel in verschiedenen Taktfrequenzen. Nehmen nämlich einen externen Takt und takten den intern hoch auf das, was die CPU kann. Und da haben die einfach einen anderen Faktor drin. Und ansonsten ist das Ding nach außen kompatibel. Ja, die neueste Entwicklung und nach meinen Beobachtungen aus einer anderen Abteilung von TI, sodass auch die Leute vom Billboard ein bisschen überrascht davon wurden, ist das Pandaboard. Wie man sieht, ist es noch ein Stück größer. Und was ist das jetzt? Da ist ein OMAP 4430 drauf und das ist jetzt ein OMAP 4. Das ist ein ARM Cortex A9, das ist ein Dual-Core-Prozessor mit auch irgendwo in der Größe oder 1 GHz. Und das Interessante ist, diesen Prozessor gibt es eigentlich noch gar nicht so richtig. Die sind jetzt gerade dabei und hier auf dem Exemplar sind noch irgendwelche Engineering-Sample-CPUs drauf. Und da hat Texas Instruments die ganze Strategie umgestellt und ist viel offener geworden. Die fangen nämlich im Endeffekt damit an, den Prozessor schon mal in die Community zu bringen und Linux zu portieren und alles und hoffen sich davon, dass der dann sich viel schneller noch durchsetzt. Ja, also wie gesagt, das Ding gibt es als Thunderboard. Ich glaube, man kann es inzwischen auch bei DigiKey bestellen. Die Warteliste ist lang, weil natürlich alle wild drauf sind. Aber ansonsten, was kann man dazu noch sagen, es ist ähnlich wie das Beagleboard XM. Es hat auch USB-Ports, es hat sogar zwei Videoausgänge und dann ist noch ein WLAN-Bluetooth-Modul drauf. Ja, zum Schluss noch zu dem OMAP Zoo. Also es gibt tausende andere Boards, die zum größeren Teil vom Beagleboard oder anderen abgeleitet sind. Manche sind unabhängig entwickelt. Bekannt ist sicher der Gumsticks, das ist also so groß wie so eine Packung von Kaugummi. Dann gibt es das IGAP 2 Board aus Spanien, also das ist tatsächlich ein europäisches Board und wenn man das anschaut, ist es sogar fast kleiner als das Beagleboard und hat einen kleinen Vorteil, wenn man größere Projekte damit machen will. Das Beagleboard ist eigentlich nur als Entwicklungsboard gedacht. Ohne Support, ohne Garantie, dass irgendwas funktioniert. Über den eGap-Board, das ist ein kommerzielles Board. Ja, wo findet man Infos? www.beagleboard.de ist ein Forum, das unsere Wiki-Seite, die der René mal angefangen hat, um das zu fördern. Leider ist aber nicht aufgetaucht. Die offizielle Seite ist beagleboard.org und auf elinux.org/beagleboard findet man etwa 15 Kapitel, wie man mit dem Beagleboard umgeht. Und für das Pandaboard ist omapedia.org, was von Texas Instruments unterstützt wird. Zusammenfassung, man bekommt ein sehr leistungsfähiges ARM11-System, Low Power, es ist ein vollwertiger PC-Ersatz, man kann es auch als PC benutzen. Ubuntu läuft zum Beispiel sehr flüssig. Schaltpläne sind offengelegt, aber es ist nicht als Produkt gedacht und es ist preiswert, also der Preis auch noch 125 bis 175 Dollar plus eben einfach Umsatzsteuer. Also durchaus erschwinglich für ARM-Experimente. Ja, das war soweit die Einführung und ja, die Story dahinter ist jetzt folgende. Das Beagleboard kam so vor eineinhalb Jahren raus, etwa zu der gleichen Zeit, wo klar wurde, dass der FreeRunner nicht mehr so richtig weiterentwickelt wird. Man hat dann nämlich mal angesprochen und gesagt, kennst du eigentlich das Beagleboard? Und ich sage, nö, was ist das? Dann habe ich mich schlau gemacht, dann informiert und dann Beagleboard besorgt und dann haben wir René fleißig diskutiert und auf einmal haben wir gesagt, warum ist so ein Ding nicht im FreeRunner drin? Leistungsfähiger Prozessor, 600 MHz, viel Speicher, Grafik geht, kein Glabo-Problem und so weiter. Haben einen OTG-Port offensichtlich. Warum ist es nicht im FreeRunner drin? Ja, da haben wir mal ein bisschen recherchiert. Ja, also ich glaube, den meisten ist es bekannt, wie es mit dem Moco ging, dass es mal noch eine GTA 03 geben sollte, der auch schon fast fertig entwickelt war, aber dann nie in die Produktion ging. Ja. So sieht dann der FreeRunner von innen aus und passt da jetzt so ein Ding da rein.
passiert oder passt nicht. Ja, noch ein Projekt, das letztes Jahr, also letztes Jahr so im April, Mai lief, war das GTA 02 Core. Ja, und da kam leider dann raus, es ist kein GTA 03, es ist noch nicht einmal ein Next Generation Phone, es ist keine starke Abweichung von GTA 02 und wird noch nicht einmal als Telefon benutzbar sein. Also haben wir uns überlegt, sollen wir da jetzt mitmachen oder gehen wir damit um? Ist das die Zukunft? Nee, haben wir gedacht. Wir haben einen anderen Traum. Wir wollen aus dem Samsung-Prozessor ein OMAP machen, den TI Calypso durch ein UMTS-Modul ersetzen, alles was uns einfällt an neuen Features reinbringen, ein Motherboard machen, in gleichen Abmessungen, gut Display, Akku, Antennen kann man beibehalten und wiederverwenden. Tja, ist es realistisch oder ist es einfach ein verrückter Traum? Ja, dann haben wir das Experimentieren angefangen. Und das sah dann etwa so aus, dass man das mal früher zerlegt hat und dann so ein paar erste Skizzen gemacht hat, die Bauteile draufgelegt, auch mal so ein Modul, so ein UMTS-Modul besorgt. Von Telit ist das sehr schön, ist sehr offen dokumentiert, AT-Befehle ist kein Problem. Ja. Das ging aus Papier, würde sogar grob reinpassen. Da haben wir sogar mal ein Board machen lassen, um einfach mal zu sehen, ob so die Kontur und das alles irgendwie hinhaut. Ja, im Prinzip sieht es ganz gut aus, aber geht's wirklich. Ja, reingebracht haben wir es dann erstmal nicht, sondern wir haben eine Zwischenstufe. Das ist dieser OpenMoco-Beagle-Hybrid. Das ist also so ein Adapterboard, wo vorne ein OpenMoco-Display draufkommt, hier die passenden Stecker, hier sind die Taster, sogar ein Mikrofon ist drauf, ein Accelerometer, ein Thyristor 2 ist sogar mit drauf gefunden, GPS, die GPS-Antenne. Ja, und dieses Board kann man dann aufs Beagle-Board draufstecken und Batterie anschließen und dann gut, oder? Ja. Jetzt kommt der Linux-Kernel und so weiter, tut das Ding dann. Ja, das ist eigentlich schon das, was wir gerne hätten. Nur halt nicht so, wird ein bisschen groß. Aber für Experimente, für Entwicklungen, um an Kernel, U-Boot und so weiter zu stricken, ist das eigentlich schon fertig. Deshalb haben wir den Schaltplan auch veröffentlicht. Also geht auch mal ein bisschen drüber, weil die Zeit auch knapp ist. Schaltplan ist da. Das Projekt ist bei uns auf dem Server hinterlegt. Es gibt auch eine Mailingliste dazu. Also wer will, kann da gerne mit einsteigen. Das Board gibt es, es ist bei der LX.de da. Und jetzt hat bloß gestern die... Ah doch, jetzt hat er sich gefangen. Genau, jetzt geht auch der Touchscreen. Genau, jetzt kannst du noch ein bisschen rumgeben. Und der Touchscreen müsste... gehen. Was eventuell nicht geht, ist das auf, dass wenn man einmal drückt, dass man mehrfach das irgendwie prellt. Aber das scheint zu funktionieren. Hat es funktioniert, okay. Gut. Ja, was haben wir gemacht? Im U-Boot haben wir ein bisschen rumgestrickt. Was muss man da tun? Das Beagleboard an sich und der U-Boot fürs Beagleboard kennt natürlich den OpenMoco-Bildschirm nicht. Also haben wir ein paar Befehle eingebaut, die den Framebuffer-Treiber initialisieren oder den Framebuffer-Controller eigentlich, weil das macht der OMAP nämlich völlig autonom. Muss man etwa 10 Register schreiben mit der Zahl der Pixel, horizontal, vertikal, Speicheradresse übergeben, wo das Bild drin ist und in welchem Format und dann macht er den Bildrefresh vollautomatisch und die CPU hat damit nichts mehr zu tun. Und das lässt sich natürlich sehr schön auch in U-Boot einbauen, das heißt jetzt ein LCM-Befehl, mit dem man das Ding initialisiert. Ja, der Touchscreen hängt am i2c.
ist dann auch im U-Boot abfragbar und das hat jetzt den Effekt, wir haben damit ein grafisches Bootmenü. Das, wo beim OpenMoko speziell ein neuer Bootloader erfunden werden musste, können wir mit U-Boot machen, ohne den offiziellen U-Boot irgendwo gravierend zu verändern. Das heißt, wir haben tatsächlich nur eine Datei, in der die neuen Befehle drin sind und die steuern in I4C, fragen ab, wo hat man gedrückt und das alle lässt über ein Boot-Skript dann konfigurieren. Und wie geht es dem grafisch? Wir haben kein X11, wir haben keine Grafik-Library, wir haben gar nichts. Wir laden einfach ein RGB-Bild von der Speicherkarte irgendwo in den RAM und setzen die Frame-Buffer-Adresse. Wenn wir die Framebuffer-Adresse umstellen, zeigt ein anderes Bild. Also wir hinterlegen einfach zwei Bilder, ein Bootbild und ein Menübild. Und die lädt er sich von der Speicherkarte oder aus dem internen Flash. Und schon kann man ein bisschen Grafik machen. Ja, wir haben Testbefehle drin, dass man zum Beispiel den GPS-Empfänger anschalten kann und das, was der auf der seriellen Schnittstelle ausspuckt, angucken. Dann sind ein paar LEDs dabei, die man steuern kann. In Multiplex, in Type aus, kann man abfragen und so. Und das ist alles in U-Boot, einfach in ein paar ganz wenigen Dateien, die in den Board-spezifischen Files verpackt sind. Am Kernsystem von U-Boot haben wir nichts verändern müssen. Ja, beim Kernel, da haben wir bisher mit diesem Validation bzw. einem noch älteren gearbeitet, dem 2632 Kernel, weil bei dem 2632 da ist die Display-Unterstützung in Linux noch nicht so sauber. Und wir brauchen natürlich im Linux-Kernel dann auch einen Display-Treiber. Der muss die Größe vom Bildschirm einstellen und was das Besondere bei diesem Display von FreeRunner ist, Display hat nicht nur die Display-Datenleitung, sondern es hat noch ein serielles Interface, mit dem man den eigentlichen Display-Controller noch programmieren kann. Kann man Power-Down-Modes machen oder das Bild drehen lassen und so ähnliche Sachen. Und das Ding muss angesteuert werden. Das haben wir also in den Display-Treiber gepackt. Genauso den Touchscreen-Treiber muss man konfigurieren, GPS und Sensoren. Und da sind wir jetzt gerade dabei, diese Patches in den Linux Next für den 2637 reinzubringen, damit wir das auch upstream bekommen. Auch hier ist geplant, Anpassung ans Thunderboard. Das heißt also, dass man mit dem OMAD 4 und diesem Display auch schon mal experimentieren kann. Ja, ein Demo-Image, das jetzt auf dem Ding läuft, kann man laden. Das ist mal mit dem 2632-Kernel, das ist ein Debian Lenny drauf. MX.de, das ist Tango GPS, gibt Bug Bunny, kann das Ding auch spielen. Ja, und das sind auch mal ein paar Beispiele, also ich hoffe, dass es noch läuft, das Ding in live. Also hier unten zum Beispiel Tango GPS, also an fester Position, hier in Oberhaching, südlich von München. Irgendwas flackert. Das war, glaube ich, der Touchscreen, der bei der Version irgendwie brellt. Ja, wie kann man dazu zu dem Projekt beitragen, damit es auch irgendwie weitergeht? Oder wenn ihr jemanden kennt, einfach weitererzählen, dass es das gibt. Wir haben ein paar von diesen Boards auch fertig bestückt mit Steckern und allem. Wir haben auch nochmal ein paar unbenutzte Displays, also man muss nicht seinen FreeRunner zerlegen, um so ein Ding zu bekommen. Unterstützen kann man bei der U-Boot- und Kernel-Entwicklung, andere Distributionen portieren, zum Beispiel wäre das eigentlich das Entwicklungssystem, um schon mal das KR und Moko auf eine neue Plattform zu bringen, aber mit dem vertrauten Bildschirm. Spenden, also wenn jemanden kennt, der gerne viel spenden will, immer willkommen. Also wie geht es weiter? Andere Distributionen.
Ein Thema, was sehr interessant ist, ist den USB-Mode-Switch noch drauf zu bringen. Der ist in Debian Lally leider im offiziell noch nicht drin. Aber den kann man dann portieren, aber bloß noch keine Zeit gefunden zu machen. Was dann eigentlich gehen müsste, wäre ein UMTS-Stick, den man dann noch an dieses Board ansteckt und dann kann man das Ding schon mal tragbar verwenden für Datenübertragung. Also sprachfähig ist es dann noch nicht, also kein Telefon. Es ist also ein tragbarer PDA. Gut, ja, war es das schon von dem Traum? Oder was kommt danach? Was kommt danach? So sieht das Board vom Frühjahr aus. So sieht ein Layout von dem Board aus, das in den Frühjahr reinpasst. So sieht ein Board aus, das produziert ist. So sieht es aus, wenn es schon mal ein bisschen bestückt ist. Und so sieht dann ein Testaufbau aus. Und ich hier ist es, das eine Exemplar. Also das ist schon mal bestückt mit einem OLAP. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben den Schaltplan vom Freerunner als grobe Leitlinie genommen und haben da außenrum verschiedene Teile gestrickt. Wir haben also einen OLAP-Prozessor. RS-232-Anschluss, der kann auch optional noch ein IRDAT treiben, da wissen wir bloß noch nicht genau, ob das reinpasst. Kamerastecker ist vorgesehen, der Touchscreen, LCD ist eben das Modell vom Freerunner. Dann gibt es einen Power-Controller mit OTG. Beim OMAP-System macht der Power-Controller gleichzeitig das Thema Audio, das ist also kombinierter. Wir haben dann Freerunner war das hier getrennt im Wolfson Codec und Power Management Chip. Ja, was haben wir dann? Dann kommt ein WLAN und Bluetooth-Modul drauf, ein kombiniertes. Ein GPS-Empfänger, wie er schon auf dem Hybrid-Board drauf ist, also den haben wir getestet, der funktioniert. Dann haben wir die ganzen Sensoren vom Freerunner Navigation Board mit drauf designt, einen FM-Sender und Empfänger. Kann man fragen, wozu brauchen einen FM-Sender? Ja, das ist, wenn man das Gerät ins Auto legt, dann kann man das einfach auf sein UKW-Radio übertragen. Und weil der Chip, den wir da aus gesucht haben, auch RDS kann, kann er auch was aufs Display schreiben. Ja, man kann auch RDS empfangen. Er kann auch RDS empfangen, das heißt, man kann damit bekommt zum einen angezeigt, welcher Kanal eingestellt, welcher Sender, aber man bekommt dafür auch über erweiterte Protokolle Traffic-Informationen. Das wird also interessant für Navigation und Traffic Control. Ja, und der Kern ist dann ein UMTS-Modul. Jetzt hat man mit dem UMTS-Modul zuerst, ich habe es vorhin mal gezeigt, hat man mal so schön fröhlich so ein Option-Modul, so ein Telek-Modul draufgelegt. Das wäre zwar schön gewesen, aber es war zum einen um etwa einen Millimeter zu breit. Das heißt, wir hätten das absägen müssen. Oder wir hätten den Batteriekontakt vom Frühjahr verlegen müssen, was nicht ins Gehäuse passt. Und das Schlimmste ist, das Ding ist zu dick. Das ist etwa 3,5 mm dick. Irgendwas sind 3,5 mm, das ist nicht viel, aber in dem Fall schon. Das heißt, wir hätten aus dem Freerunner, wer offen schon mal aufgemacht hat, weiß, da ist so ein weißes Teil drin, in dem die Lautsprecher drin sind. Und diese Box ist im Weg. Das heißt, man hätte entweder aufmachen müssen, aber wenn wir den Lautsprecher rausnehmen, dann hätte man auch keinen Lautsprecher mehr. Also was haben wir gemacht? Wir haben gesucht und haben nach anderen Modulen, und es gibt eines von den Option. Und das ist deutlich dünner und ein Stück kleiner, und das haben wir jetzt hier rein designt. Also hier ist ein Foto rechts unten, das ist dieses Option-Modul, mal nur draufgelegt auf ein leeres Board. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns getraut haben, eins zu löten. Ja, das wird der GTA 04. Mit der vollen Integration. Das Ganze ist sehr anspruchsvoll.
Open Pandora haben wir es vorhin auch schon gehört, also das geht nicht ohne professionelle Unterstützung. Also solche Boards kann man nicht mehr selber ätzen. Man kann sie auch nicht in so einen normalen CCB-Pool bestellen. Es gibt ja inzwischen, dass man einfach sein E-Mail-File irgendwo hinschickt und dann kommt nach ein, zwei Wochen kommen die eine oder zwei, vier ladigen Boards zurück. Das muss man mit einer Firma machen, die das auch beherrscht. Und für die ist es dann durchaus ein anspruchsvoller Prozess. Wir haben das gemerkt, wir haben die bestellt, Lieferzeit 4 Wochen. Knapp vor den 4 Wochen melden sie sich und sagen, uns ist ein Malheur passiert, die Boards sind im letzten Prozess schon beschädigt worden, alle unbrauchbar, müssen von vorne anfangen. Also 8 Wochen schon gedauert, bis wir die ersten Musterboards haben. Ja, dieses UMTS-Modul kann Highspeed-UMTS, also bis 14 Megabit im Downlink und der Uplink ist da 5 Megabit spezifiziert. Das Ding ist über einen internen Highspeed-USB mit dem Prozessor verbunden. Sollte also da keine Einschränkungen haben. Wie gesagt, WLAN haben wir drauf, Bluetooth, GPS, den FM-Transceiver mit RDS, die Sensoren vom Naviboard und optional ist ein Stecker vorgesehen von Kameramodulen. Da muss man allerdings schauen, beim Kameramodul, da muss man irgendwie noch ins Gehäuse von Freerunner bohren. Was ist das beim GPS-Modul? Das GPS-Modul ist ein Surf 3 im Moment von Y2Y. Die Spezifikation haben wir angeschaut und alles schwört immer auf den U-Blocks, aber der ist um 1 dB besser. Der ein Haarwasser? Auch. Ja. Also wir haben die Spezifikation verglichen und haben eigentlich keinen signifikanten Unterschied gefunden, außer dass U-Blocks immer sagt, ja, der wird auch upgrade-fähig sein für Galileo. Bis dahin gibt es GTS. Außerdem kommt von dem Modul nächstes Jahr ein Nachfolger, der dann dieser Spezifität, glaube ich, 48 Kanäle gleichzeitig empfängt und ist PIN-kompatibel. Also da kann also niemand gleich umwirken. Ja gut, der kann Störer unterdrücken. Störsignale. Also er kann dann viele Kanäle gleichzeitig untersuchen und wenn da ein oder zwei gestört sind, kann man besser ausblenden, als wenn er wenig Kanäle hat. Das ist die Grundidee dabei. Ja, zum Thema Gehäuse. Jedes Mal, wenn ich da erzähle, dann kommt immer die Frage, oh, ja, Gehäuse, gibt es denn auch ein neues Freerunner-Gehäuse? Da muss ich sagen, wir haben das Projekt bewusst erstmal so gemacht, dass es ein Board für das existierende Gehäuse ist. Denn mit Gehäuseproduktion haben wir es zwar schlau gemacht, aber wir haben noch keine Methode gefunden, die in kleinen Stückzahlen irgendwie vernünftige Preise liefert. Also ab 500 Euro baut uns jeder, pro Stück baut uns jeder Gehäuse. Also da findet man viel. Aber wenn man, ich sag mal, 50 Euro wäre wahrscheinlich so eine Schmerzgrenze für ein neues Gehäuse, da wird es sehr schwierig. 110.000 Stück oder 100.000 Stück bestellen, auch wieder kein Problem. Die Universität von Sao Paulo hat doch mal über die Mailingliste irgendjemand geschrieben, dass die so Gehäuseprototypen anfertigen können. Gab es da mal Kontakt oder nicht? Nee, also das ist uns kein Kontakt bewusst. Könnte man vielleicht mal nachfragen, ob die sowas machen können? Ja. Ja, ich finde es interessant, auf der Mailingliste, wenn man das Thema Gehäuse anspricht, dann kommen etwa 30 Mails hoch, ja, das kann man noch machen und das geht doch und so weiter und so fort. Nach etwa 2 Wochen stirbt die Diskussion und nichts Konkretes ist da. Also finde ich immer interessant bei Gehäuse. Also ein Open Gehäuse entwickeln kann man auch bei diesem Open Pandora Projekt sehr gut. Das hat er gar nicht so intensiv oder deutlich erwähnt, wenn man in den Blogs nachliest bei Open Pandora, das Thema Gehäuse, die haben das in Asien machen lassen von einer Firma, die zwar gesagt hat, ja, sie haben da viel Erfahrung und machen das und kein Problem und in 4 Wochen ist das da. Und wenn man das liest, die haben da ein Jahr lang dauernd wieder überarbeiten müssen, weil das Gehäuse geklemmt hat oder zu groß war oder schief oder der Kunststoff beim Spritzen nicht zusammenläuft und so weiter. Und dann hat es ewig Wellen gehabt, über Monate. Ja. Wellen, also das hat zwar gepasst, aber sah aus wie... Das heißt, die haben die Produktionsqualität nicht hingebracht. Ich habe auch mal auf der CeBIT, ich noch einen auf der CeBIT,
habe ich mal den Seeraner dabei gehabt und habe den dann einer der Firmen, die da so Spritzguss machen, gezeigt und habe gesagt, könntet ihr so ein Häuser machen? Er hat gesagt, ja, oh, das ist aber gut gemacht, gute Qualität. Also da hat einer sicher auf 1 Million Stück geplant und viel Geld ausgegeben, das war die Antwort. Also das hat der Gehäuse, Spritzgussgehäuse-Profi hat das Freerunner-Gehäuse als qualitativ hochwertig und eingeschätzt und auch entsprechend teuer. Gut, das Board, an dem wir da eben bauen, das passt ins Gehäuse des Freerunners. Der Status, erste Musterboard, eine geht gerade rum, sind da. Wir hatten erstmal ein Problem, haben gedacht, das ist vielleicht ein Lötproblem. Da kommen gleich noch ein paar Bilder, die sicher interessant sind. Die Inbetriebnahme läuft, was allerdings auch sehr viel Zeit braucht. Also, deshalb kann ich es heute noch nicht vorführen. Wir sind noch nicht so weit, dass das Ding läuft, dass man ein Display anschließen kann. Gleichzeitig ist in Vorbereitung die nächste Board-Version. Es sind nämlich ein paar Fehler drauf. Schaltplan bzw. in der Bauteilebibliothek passiert. Die müssen wir beheben. Im Moment bei dem Board, da hat unsere Firma die Dinger bestückt und lötet. Wir kennen da alle möglichen Geheimtricks und haben das nochmal so weit geschoben, dass es geht. Ja, Layout-Fehler müssen mühsam und teuer behoben werden. Vielleicht ist das ein Nähkästchen, wir haben das mit Igel entworfen. Warum Igel? Warum nicht KitKat oder irgendwas anderes? Gut, zum einen haben wir gemerkt, KitKat ist eigentlich ein Schwerpunkt auf Schaltplanentwicklung und ein bisschen weniger auf Layout. Igel ist da schon, was Layout angeht, besser. Dann haben wir die kommerzielle Version gekauft, damit wir diese 8 Lagen überhaupt beherrschen und haben gemerkt, das ist eigentlich mit Igel nicht möglich. Dann haben wir lange Monate oder Wochen und Monate darum gestrickt, wie man das mit Igel doch schafft. Es ist uns dann am Schluss gelungen, ein 100% entflochtenes Board zu bekommen, das was eben da ist. Aber es zeigt sich jetzt auch beim Ausprobieren, es hat trotzdem noch Layout-Schwächen. Und deshalb sind wir da überlegen, auf ein anderes kommerzielles System umzusteigen, mit Altium Designer, der vor allem die hochfrequenztechnischen Dinge noch besser unterstützt. Also man muss da ja die Antennenleitungen, die müssen eine ganz bestimmte Geometrie haben und ähnliches, und das lässt sich mit Igel fast nicht steuern. Oder man sitzt da und ein Taschenrechner da und tippt irgendwelche Rechnerformeln durch und tippt dann die Zahlenwerte wieder ein. Das macht halt so ein Tool wie Altium Designer automatisch. Das kann die Leiterbahn so anpassen, dass da eine bestimmte elektrische Impedanz ist. Ja, generell gibt es Lieferprobleme für Speicherchips. Das heißt, selbst wenn das Board heute funktionieren würde und wir die Boards bestellen würden, dann dauert es eine unbekannte Zeit, bis wir Speicher haben. Deshalb kann ich auch nicht sagen, wann es das genau geben wird. Budget ist knapp, wie immer. Wir machen das eigentlich ähnlich wie Open Pandora, ohne dass jetzt irgendeine große Firma dahinter steckt und schon mal 5 Millionen Euro auf den Tisch legt. Dann wurden wahrscheinlich 4 Millionen irgendwo für Unnötiges ausgegeben. Klar, wir würden gerne Urlaub machen auf so ein Venture-Kapital, aber... Ja, hier die versprochenen Bilder. Wir hatten ein riesiges Glück im Unglück, dass wir nämlich am Montag haben wir festgestellt, das Board geht nicht richtig, der Speicher ist ein Bit immer auf 1. Eine Bitleitung. Und am Dienstag war die Elektronika. Der Christoph ruft mich dann 10 Minuten später an, du komm schnell, hast du das Board dabei. Hier ist eine Firma, die hat eine Röntgenmaschine in Betrieb. Da kann man das Board reinlegen. Normalerweise muss man erstmal einen finden, der so Chips röntgen kann. Das ist eine andere Röntgentechnik als beim Arzt. Also selbst wenn man im Bekanntenkreis einen Arzt hat mit Röntgenapparat, der kann das nicht machen. Ja, und dann haben die das angeschaut und man sieht hier sogar schön die Bonddrähte, das ist der Speichercontroller. Man sieht dann hier die durchkontaktierten Leitungen, die dann so kreuz und quer auf 8 Lagen in so einem richtigen Netz vernetzt sind. Ja, und es hat sich herausgestellt, es ist kein Lötproblem. Und
daraufhin haben wir nochmal im Schaltplan geschaut, im Schaltplan auch nichts gefunden, dann nochmal die Pins verglichen und es sind hier bei dem Ding immer 500 Stück und siehe da, es war einer falsch in der Bibliothek eingetippt, so dass jetzt die Leitung, die Datenleitung auf 1,8 Volt hängt und damit ist es eine 1. Also über 3 oder 4 Tage Suchfehlersuche, jetzt wissen wir das Problem. Die Lösung ist die, dass die beim Löten hier einen von diesen Zinnkügelchen bei dem BGA vorher wegmachen. Dann lötet der nicht, gibt keinen Kontakt und dann geht's. Gut, also Ergebnis von dem Ganzen. Es ist realistisch, aber mühsam. Und mit Open Source Tools nicht zu schaffen. Also auch eigentlich wieder das, was wir vorhin hatten mit Open Hardware, ist trotz aller Tools ist schwierig. Man braucht Profis für die Entwicklung, vor allem die Leiterplattenhersteller, die Bestückung, solche BGAs, da hat niemand die Werkzeuge, die kann man sich auch nicht leisten, dass man die aufbaut, um das dann selber zu lösen. Ja, man muss für den verrückten Traum kämpfen. Ja, und es wird das erste wirklich offene Smartphone aus bayerischer Fertigung, weil die Firma, die das gestützt, sich hier in München. Das heißt, wir gehen nicht nach Asien, wir gehen nicht nach USA, weil der nahe Kontakt zu den Leuten, die das machen und die es denen dann halt auch mal einen Tipp und sagen, ja, mach das lieber so rum und so, der ist sehr wichtig. Ja, wann wird es das geben? Nächstes Jahr, wann genau, kann ich nicht sagen. Wie sieht das aus mit, also das eine ist ja dieses Hybrid-Ding, wo man im Prinzip ein Legeboard nimmt und das dann anschließt. Genau, das ist quasi unser Funktionsprototyp. Ja, und die nächsten Funktionsprototypen, also es ist ja dann auf der Platine deutlich mehr drauf, so wie zum Beispiel ja. Der RAS-Chip und solche Sachen. Genau. Wird es da dann irgendwelche Prototypen für Entwickler geben? Sobald wir so weit sind, dass wir die nächsten Boards bestellen, können wir die Bauteile haben. Also wer interessiert ist an solchen, einfach melden. Also den Funktionsprototypen mit dem Bibelboard, den gibt es jetzt. In kleineren Stückzahlen. Ja, es ist unheimlich schwer zu sagen. Also, weiß schlicht und einfach nicht, was die Bauteile gibt. Vor Ostern müsste schon sein. Osterung könnte sein, ja. Vielleicht kann ich zu Foscam was genaueres sagen. Vielleicht ist mir das da. Gibt es irgendwo ein kleines, kurzbereitetes Foscam-Treffen? Vielleicht, mal sehen. An der Pommesbude. Ja. Das Einzige ist, wir können es nicht einfach verschenken. Ich sage auch kein Budget dafür. OpenMoko hatte das Budget und konnte deshalb, glaube ich, 50 Muster verteilen. Oder wie ging das da mit den Prototypen? Ja, wir haben von dem 1er irgendwann mal an eine Liste von mehr oder minder verdienten Leuten, die wir einfach selber ausgewählt haben. Also wir waren ja zu dritt im kleinen Team und jeder hat im Prinzip so 15 Leute ausgewählt, von denen er wusste, naja, die haben sich schon mal verdient gemacht in der Open Source Szene, wenn wir denen einen frühen Prototyp geben, können die A, ohne dass wir Support leisten müssen, was damit anfangen, weil wir zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatten, um den Leuten zu sagen, wie flasht man in Kernel, wie in U-Boot oder wie kommt man da voran. Dann geht sich ja die Keyseite. Und gar nichts. Ja. Genau, und aber am Ende kam halt trotzdem nicht viel bei rum. Mhm. Also aus Management-Sicht gesehen war das ein finanzieller Fehlschlag, diese 50 Prototypen zu verteilen. Mhm. Aus Marketing-Sicht vielleicht anders, also wie man es nimmt, klappern gehört zum Handwerk und so. Genau, dann machen wir so Boards gegen Kostenbeteiligung. Ja. Also ich habe schon 2 Vorträge für diesen Prototyp-Boards gesehen, weil ich schon wusste, das will ich auch haben. Dann wurde ich Prototyp unterwegs. Ja, das Marketing. Also der Marketing hat funktioniert. Aber die Leute, die für das Marketing zuständig sind, ankommen. Weil man hat schlagartig sehr viel
diese mitgetragen worden zur Veranstaltung, zu irgendwelchen, teilweise zu Vorträgen, teilweise einfach mal rumgereicht, gezeigt worden und sowas. Ich glaube schon, dass das eine ganze Menge ausgemacht hat. Ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, ich glaube, ich habe auch schon wieder ein bisschen überzogen. Yep. Ja. Gibt es noch eine ganz dringende Frage? Sonst einfach mich anmelden.